Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Ocarina of Time. Im letzten Part sind wir hier wunderschön im Waldtempel angekommen, haben den auch schon angefangen und sind auch schon mit ein paar Schlüsseln vertraut geworden. Und ich habe gerade eine Nachricht bekommen, pünktlich zum Beginn. Dieser Korridor ist völlig verdreht. Ja, richtig. Der Korridor ist in der Tat verdreht. Und ich finde diesen Effekt ultra geil. Ich feiere den hart. Dieser Part wird ausnahmsweise 15 Minuten lang. Ich versuche mich jedenfalls dran zu halten. So, ich achte auf die Schatten der Kreaturen, die an der Decke hängen. Ja, ich kenne den Text ausnahmsweise sogar auswendig. Weil er in einem anderen Tempel nochmal vorkommt. Und diese Kreaturen wollen wir nicht sehen. So, da haben wir übrigens den ersten Geist. Aber, ich kann nicht verraten, so können wir ihn nicht treffen. Er würde jetzt abhauen, aber ich will gerne wissen, wo er als nächstes, wo halt er ist. Und da er auf dem Weg nach unten noch öfter verschwinden würde, gehen wir jetzt einfach mal kurz weiter. Wir können ihn, wie gesagt, können ihn nicht besiegen. Ja, ich bin etwas in Zeitnot, weil ich heute noch... Oh Gott, Lachflash. Leute, pausiert das Video mal in dem Moment, wo ich den Raum betrete und guckt einfach mal kurz in die Mitte. Dieser Kerl war da gerade als Papier einfach auf den Boden geklatscht. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist mir vorher noch nie aufgefallen, weil ich immer sofort in den Raum reingestürmt bin und der spawnt dann sofort. Und los, komm. Na los, komm. Mach ein bisschen schneller hier. Hopp, hopp. Oh Gott, das muss ich aber definitiv runterrendern. Ich habe gerade in der Aufnahme gesehen gehabt, das ist arg laut gewesen. Also, was ich hier bisher schon runtergerendert habe, das war ja auch schon laut, aber das hier, das gerade eben, das toppt das auf jeden Fall um Längen. So, und jetzt kommt nämlich die Stelle, die ich nicht leiden kann. Und zwar diese. Denn der eine war nicht genug, es spawnen nochmal zwei. Und die sind jetzt der eigentliche Miniboss. Denn die sind schwerer. Grund dafür ist auch ganz simpel, ich kann euch auch erklären, inwiefern die schwerer sind. Lass dich treffen. Zwei. Wir brauchen vier Wirbelattacken, sofern ich das jetzt noch richtig weiß. Ach ja, in dem Teil war es ja... Nein, jetzt habe ich ihn einmal geschlagen. Egal. Nein, nicht den. Den linken. Ja! Genau der. Gut. Aber wenigstens der richtige. Oh, ich habe gesehen, das Herz ist da hinten gerade verschwunden. Ich habe es übrigens auch schon mal geschafft, bei diesem Fight hier zu sterben. Eigentlich kann man das die ganze Zeit so machen. Das geht auch. Für diejenigen, die wissen wollen, wie ich bei dem Fight sterbe, oder sogar zweimal sterbe. Zack. Okay, Nummer 1 in Slow Motion. Das sind keine Lags, das ist wirklich Slow Motion. Na, eigentlich sind's Lags, aber das muss man ja keinem sagen. Ne, wirklich, eigentlich sind das Lags. Man hat, also ihr nicht, aber ich habe gerade gesehen, dass die FPS auf 7 runtergegangen sind, weil das System diese einzelnen Teile, weil da sind auf einmal irgendwie so 15 bis 20 Fragmente gespawnt. Das kann das System nicht darstellen so gut. Das laggt übrigens auch auf der Originalkonsole an dieser Stelle. Weil, wie gesagt, diese Partikel, diese ganz vielen Partikel können nicht dargestellt werden. Aber wir haben den Miniboss besiegt und das heißt, wir kriegen den Dungeon-Gegenstand. Ich sollte, glaube ich, mit T anfangen. So wie Tempel-Gegenstand. Wir kriegen den Feenbogen. Im Gegenstandsmenü kannst du ihn auf CC oder C platzieren. Drücke C, um deinen Bogen zu benutzen. Halte C und ziele mit dem linken Analogstick. Lasse C los, um Pfeile abzuschießen. Das ist quasi jetzt eine Schleuder erweitert. Die macht nämlich mehr Schaden als die Schleuder und ist für den Erwachsenen. So, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, von wo wir kommen. Ach Gott, das ist definitiv die falsche Tür. Das ist 100% die falsche Tür. Nein, das ist die richtige. Nice! Jetzt können wir nämlich gleich mal hier den Geist holen. Der müsste jetzt noch hier oben abgammeln. Genau, tut er. Und zwar ist der Geist so nett und bleibt so lange im Porträt drin, bis wir ihn abschießen. Okay, er ist hinter uns.
dürfen. Ja, wenn wir zu nah rangehen und hingucken, dann. Naja, ihr habt's ja gesehen. Verschwindet der Geist. Zack. So, es gibt nur drei Bilder hier in diesem Abschnitt. Und deswegen. Naja. Er kann nicht mehr abhauen. Und jetzt spawnt er auch. Und jetzt fliegt er nach unten. Durch uns durch. Dead Logic. Kannst du den Pfeil nicht hier rausziehen? Das wäre viel schöner. Hat mich gerade noch der Pfeil drin gesteckt. So. So, die Geister zeige ich ab mit Absicht, denn die haben alle verschiedene Namen. Das ist Hetty. Eine der Irrlichtschwestern. Ziele auf sie, sobald sie erscheint. Ich ziele nicht auf sie. Ich steche auf sie ein. So, den Angriff macht sie jetzt nochmal. Das funktioniert leider bei denen nur einmal mit dem Zustechen. Aber ich glaube zu meinen, es ist stärker als ein Pfeil. Oder gibt es eine Möglichkeit? Nee, es gibt keine Möglichkeit, wie man mehrmals zustechen kann. Nee, gibt's nicht. Okay, gut. Das waren jetzt dreimal. Ich zähl's einfach mal mit, wie lange ich jetzt mit den Stichen brauche. Und beim nächsten Geist, der müsste auch gleich hier demnächst kommen, der müsste noch in diesen Park kommen. Zählen wir mal mit, wie viele Pfeile wir brauchen würden. Okay, zack. Das waren jetzt fünf. Sehr gut. So, wir kriegen Pfeile, damit sind unsere Pfeile dann wieder voll. Und das rote Licht ist an. Und wir kriegen den Kompass. Nein, den Schlüssel. Okay, gut. Ist auch okay. Oder sind das sogar Pfeile? Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob es Pfeile sind oder ein Schlüssel. Wahrscheinlich ein Schlüssel. Genau, hier kriegen wir den Schlüssel. Ein kleiner Schlüssel. Kennt ihr ja schon. So. Gut, da wir jetzt eh nicht großartig irgendwo anders hin können. Zack, das Herz auch wieder da. Gehen wir jetzt einfach geradeaus weiter. Denn hier ist gleich der nächste Geist. Genau deswegen bin ich nämlich noch kurz zurückgegangen. Der war gerade über uns, jetzt ist er hier links vor uns. Nee, doch nicht, okay, der ist oben. Das ist derselbe Raum nochmal gespiegelt. Allerdings diesmal mit dem blauen Geist. Ah, blau ist so eine schöne Farbe. Hinter uns? Da vorne an der Wand. Oh, schade. Ich wollte es mal im Vorbeidrehen probieren. Oh, es war aber gar nicht mal so weit weg. Es war schon relativ knapp, muss ich sagen. Dafür, dass ich das erste Mal versucht habe, war das jetzt wirklich nicht mal schlecht. So, gehen wir gleich nach unten. So, jetzt versuchen wir es mal mit Pfeilen. Okay, gut. Ach ja, der Name. Das ist Nettie. Eine der Irrlichtschwestern, zielt auf sie, sobald sie erscheint. Wir können sie übrigens auch ins Leere tanzen lassen. Das sieht dann so aus. Okay, gut, man kann sie auch nur einmal treffen. Das war jetzt der erste. Okay. Zack, Nummer 2. Die Kämpfe dauern nur so lange, weil die sich permanent immer unsichtbar machen und Ewigkeiten brauchen zum Angreifen. Nummer 3. Ist das jetzt gerade irgendwie ein Bug oder? Cool. So gefällt mir der Kampf schon eher. Nummer 4. Wenn ich jetzt schießen muss, habe ich. Ich habe ein Problem. Okay, musste ich schießen. Okay, auch 5. Also, gut. Ihr seht, es nimmt sich absolut nichts, ob wir jetzt zustechen. Ich glaube, mit Sprungangriffen. Beim nächsten Geist versuche ich mal Sprungangriffe. Ich will jetzt rausfinden, wie man die Viecher am besten platt macht. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich will es rausfinden. Warum auch nicht? Ich meine, ist ja nicht so. Hab ich gesagt. Ja, gut, das habe ich. Wir haben den Kompass. Ach komm, den Part lasse ich aber definitiv so lauter. Ich habe keine Lust, ihn runterzurummern. Der ist zu lustig. Ich gesagt, gut, das habe ich. Aber wer hätte denn ahnen können? Ne? Ja, da oben haben wir auch gleich wieder die Schlüsseltür. Das heißt, wir hätten so oder so zurückgehen müssen und den Geist platt machen müssen. Und wir sind jetzt im zweiten Raum, der verdreht ist. Auch hier wieder Acht auf die Schatten, die an der Decke. Ne, die Schatten der Kreaturen, die an der Decke hängen. Und nein, Leute, ich zeige euch die jetzt definitiv noch. Ihr werdet sie gleich sehen. Wenn ich Pech habe, dann
Kommt. Nee, okay, habe ich Glück, okay. Ja, ich hatte Glück. So, hier haben wir die nächsten. Dort ist eine grüne Knochenfratze. Greife sie an, wenn das grüne Feuer verschwunden ist. Genau, die sind besonders, denn die schweben die ganze Zeit nur hin und her. Aber man kann sie nicht angreifen, sofern das grüne Feuer noch da ist. Sieht halt so aus. Nee, Quatsch, die blauen ver... Die grünen verfluchen uns, nicht die blauen. Dafür sind die grünen allerdings auch One-Hit und man kann auch einfach an die vorbeilaufen. Ach ja. Na komm her. Stimmt ja, ich habe ganz vergessen, wir müssen nochmal zurückgehen. Wir brauchen noch einen zweiten Schlüssel und ich weiß auch, wo wir den herkriegen. Denn, in dem Raum hier vor uns... Ich guck mal von hier... Ach nee, geht ja nicht. Da rechts... Ach Gott. Okay, gut, das sieht man von hier aus nicht. Man kann den Raum... Naja, ach nee, ich sag's noch nicht. Wir gehen jetzt erstmal zurück. Dann drehen wir um, also. Ja, wie formuliere ich das jetzt, ohne zu spoilern? Also, wir konnten die Augenschalter vorher nicht betätigen, jetzt haben wir einen Bogen und jetzt können wir den betätigen, sagen wir es mal so. Und wir haben vorhin hier schon, bevor wir zum ersten Geist gegangen sind, gesehen, dass es vor diesem Drehgang einen Augenschalter gab. Den können wir jetzt nämlich betätigen. Und dann passiert was. Was Interessantes. Ja. Punkt, Satz, Ende. Hier genau der. Und ich glaube zu meinen, dass ich wohl was übersehen habe in dem anderen Raum. Und ich glaube, die verfluchen uns gar nicht. Ich glaube, die machen uns nur Schaden. Hallo, ich würde ihn gerne... Danke. Ich bin auch gerade nicht scharf, das rauszufinden. Die kann man übrigens auch nicht treffen, sofern ihr Feuer an ist. Und tschüss. So, zack, zack. Beide weg. Und Rainer ins Auge. Das Interessante ist... Diese Cutscene. Ja, ich finde die schön gemacht. Muss ich so sagen. Ja, jetzt ist der Raum nämlich gerade. Das heißt, wir haben den Raum am Ende des Korridors gedreht. Also, der Korridor ist gerade. Das heißt, wir haben den Raum am Ende des Korridors gedreht. Und da unten haben wir jetzt nämlich schon das, was ich eigentlich nicht wollte, aber ist egal. Hier ist nämlich ein wunderschönes Item drinne. Das sehen wir jetzt nämlich auch zum ersten Mal. Diese goldenen, blauen Truhen. Königstruhen. Das ist der Masterschlüssel. Jetzt kannst du endlich jenen Raum betreten, in dem der Endgegner lauert. Genau, denn jeder Tempel... Ah, da kommen sie. Oh nein. Okay, gut. Die verfluchen uns wirklich nicht. Oh nein, der Raum wirklich? Oh, ich wusste nicht, dass wir hierher kommen. Oh Mann, der Raum ist scheiße. Ich meine, gut, die Gegner gehen jetzt gerade in dieser Phase, wo sie jetzt sind, noch. Aber ich glaube, man kann die Knochenfratzen mit Pfeilen abschießen. Oder? Okay, gut, dann war es ja an. Oh, dann war es ein anderer Raum, ein Glück. Puh. Da kommen wir dann aber noch zu. Und zwar sehr gleich sogar. Brauchen wir einen Schlüssel. Und ich glaube, von dem Raum, den ich jetzt gerade ursprünglich meinte, der da vorne am Ende des Gangs liegt. Und tschüss. Der hier vorne am Ende des Gangs liegt. Der hier. Hier kriegen wir nämlich den Schlüssel her, den wir jetzt als nächstes brauchen. Und das Problem ist das, was da drin ist. Und zwar das Viech. Ein bösartiger Bodengrabscher. Sobald er sich aufteilt, zerstöre die kleinen Grabscher, bevor sie sich wieder vereinigen. Genau. Diese Viecher sind auch die Kreaturen, sind die Kreaturen, die an der Decke hängen, auf dessen Schatten wir aufpassen sollen. Denn die Viecher grabben uns und ziehen uns an die Decke und, ja, machen uns einen Herzschaden. So kann man ihn nicht angreifen, das ist nämlich sein Angriff. Also entweder ich habe den Gegner gerade verbuggt oder... Ich weiß auch nicht. Denn... Solange er grün leuchtet... Jetzt. So.
One-Hit. Und jetzt sind die kleinen Grabscher da. Die kleinen Grabscher sind noch viel gefährlicher als die großen, denn die würden uns würgen. Oh nein, einer ist noch da, einer ist noch da. Puh, das war knapp. Die Viecher würgen uns nämlich und, ich glaube, die machen 2 bis 2,5 Herzen Schaden damit. Und man kann sich währenddessen nicht wehren. Und, wenn man zu lange wartet, also es geht sogar, also ihr habt ja gesehen, es kommen da 3 Hände raus. Und, wir haben einen kleinen Schlüssel. Ich sag ja, hier kriegt man den kleinen Schlüssel. Es kommen ja 3 Hände raus. Und wenn man auch nur einen davon übrig lässt und zu lange wartet, setzt sie sich wieder zu einer großen zusammen und es kommen wieder 3 raus. Und ich sehe schon, der Part ist bei 16 Minuten gerade. Ich wollte nur noch mal in den Raum hier reingehen, weil jetzt sind wir hier unten, wo man theoretisch auch schon von da oben runterhüpfen könnte. Und ich schieße mal kurz von hier aus noch auf dem Augenschalter rauf. Das geht ja nämlich sehr gut. Zack, getroffen. Dann kommt da eine Truhe runter. Allerdings würde ich sagen, liebe Leute, da ich diesen Part jetzt wirklich etwas kürzer fassen muss, das tut mir auch sehr leid, aber hey! Ich hoffe, man hat das Stuhlknacken gerade nicht gehört. Aber hey, dafür habe ich auch sehr viele längere Parts gemacht und es kommen auch wieder neue. Und ja. Ich würde mich über Kommentare, Kritik und Bewertungen sehr freuen. Wenn ihr wollt, dass ihr immer auf den neuesten Stand der Folgen seid, also wann ich eine neue Folge rausbringe, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, peace out. Nee.